Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der Bibel heißt es im ersten Buch Könige, die Stimme Gottes sprach zum Propheten Elia: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor das Angesicht Gottes, und Gott wird vorbeiziehen. Und es kam ein starker Wind, der Berg abriss, Felsen zerschmetterte, doch im Wind war Gott nicht zu finden. Und dem Wind folgte ein Beben, aber im Erdbeben war Gott nicht zu finden. Und diesem Erdbeben folgte ein Feuer, aber auch im Feuer war Gott nicht zu finden. Aber dem Feuer folgte das Geräusch eines leisen Wehens, eines Säuseln des Windes. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Man kann es auch schon riechen, im Anschluss feiern wir unser Sommerfest. Ein wenig wird draußen noch vorbereitet. Und es freut mich und freut uns, dass Sie alle heute hergekommen sind, an einem Tag, wo man nicht weiß, wird es regnen, stürmen, oder wird es vielleicht die Sonne so heiß herabstrahlen, dass man sich auch nur in den Schatten flüchten kann? Wo Gott sich finden lässt, das ist heute ein bisschen die Frage. Und wie wir Gott ansprechen. Was ist Gottes Name in der Bibel? Finden wir Gott im lauten Getöse, in den Beben und den Umstürzen und den Fluten, die tagtäglich wir erleben? Die göttliche Stimme kommt manchmal ganz leise daher, leiser als ich, beruhigend und nicht aufwühlend. Lasst uns singen heute, und hier beginnen wir mit einem Lied. Wenn wir noch nicht aufgeweckt sind, dann sind wir nachher auf jeden Fall. Er weckt mich alle Morgen, das Lied 452 und da die Strophen 1 bis 3. Thank you.
beten. Gott, dein Name hat Kraft. Deinen Namen auszusprechen, an deinen Namen auch nur zu denken, gibt mir schon neue Kräfte, neue Hoffnung, neue Liebe, neuen Glauben. Denn in deinem Namen geschieht vieles, so viel Gutes. Den Ärmsten in unserer Gesellschaft werden hunderte Hände gereicht. Hände voll mit den Waren des täglichen Lebens, Nahrungsmittel, Kleidung und vieles mehr. Hände, die andere aus den Schlamasseln herausziehen helfen, in die sie geraten sind. Hände, die zupacken, wenn wir den Halt verlieren. In deinem Namen wird vielen Menschen zugehört. Dabei können Hunderte, Jahrtausende Mitmenschen ihre Sorgen und Ängste, ihre Verzweiflungen und Sehnsüchte mit jenen teilen, die mit das Wertvollste verschenken, das wir Menschen haben: Zeit. Zuhören, Anteil nehmen, gemeinsam trauern und auch überlegen, wie es weitergehen, wie weiter gelebt werden kann. In deinem Namen gehen viele Menschen täglich los und besuchen ihnen noch unbekannte Mitmenschen in Krankenhäusern, in Spitälern, in Pflegeeinrichtungen, in Seniorenresidenzen und auch daheim. Zeit ist das beste Geschenk. Gott, in deinem Namen passiert so viel Wunderbares. Da wird unseren Kindern und Jugendlichen Mut gemacht, sich zu äußern, sich zu entwickeln, neu übers Leben nachzudenken und sich einen Platz zu suchen. Kindern werden sichere Orte geschaffen mitten in Kriegen und auch bei Elternstreitigkeiten. Und es ist dein Name, der mir wunderbar im Ohr klingt, mich beruhigt, wenn ich aufgewühlt bin. Dein Name umhüllt mich wie zarte Hände, die mein Gesicht streicheln, oder ein flauschiger Mantel, der mich wärmt, wenn ich zittere. Allein der Klang deines Namens verändert auf wundervolle Weise für mich diese Welt. Und dabei habe ich noch nicht einmal die geringste Vorstellung davon, wie du aussiehst. Aber Gott, solange ich deine Stimme im lauten Geschrei der Welt hören kann und dein Wirken in all dem Trubel erkenne, erfüllt mich ein tiefes, wärmendes Vertrauen in dich. Amen. Wir setzen fort mit dem Lied 452 und singen die Strophen 4 und 5. Thank you.
Wir hören die Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 40. Kapitel. Ich lese die Verse 18 bis 25. Eine Stimme spricht zum Propheten Jesaja und sagt ihm, was er seinen Mitmenschen von Gott ausrichten soll. Mit wem wollt ihr die Gottheit vergleichen? Mit welcher Gestalt wollt ihr sie gleichstellen? Das Gottesbild gießt der Handwerker. Die Gottschmiedin überzieht es mit Gold und schmiedet Silberketten daran. Wer nur wenig aufbringen kann für eine Weihgabe, wählt ein Holz, das nicht verfault, sucht sich eine Person, die Handwerk versteht, damit sie ein Gottesbild aufstellt, das nicht wackelt. Erkennt ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an erzählt worden? Habt ihr es denn nicht begriffen von der Gründung der Erde an? Gott wohnt über dem Erdkreis, und die auf ihm wohnen, sind wie Heuschrecken. Gott spannt den Himmel aus wie einen Schleier, baut ihn auf wie ein Zelt, um darin zu wohnen. Gott gibt die Mächtigen dem Nichts preis, macht die, die über die Erde urteilen, wesenlos. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stumpf eine neue Wurzel in der Erde, da haucht Gott sie an und sie verdorren. Ein Sturm trägt sie weg wie Spreu. Aber wem wollt ihr mich vergleichen? Wem bin ich gleich? Spricht Gott in Heiligkeit. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wem bin ich gleich, spricht Gott? Wie sehe ich aus? Im Heidelberger Katechismus werden die 10 Gebote aufgeführt und zur Erinnerung, im 2. Gebot heißt es, du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und dann in einer Frage des Heidelberger Katechismus, einer Bekenntnisschrift unserer Kirche, da heißt es dann in der Frage 96, was will Gott also mit diesem 2. Gebot von uns? Die klare Antwort damals, vor vielen hundert Jahren, dass wir Gott in keiner Weise bildlich darstellen sollen und ihn nicht anders verehren, als er es uns durch sein Wort aufgetragen hat. Und dann die Frage, soll man sich also gar kein Bild machen? Gott soll auf keinen Fall abgebildet werden. Die Geschöpfe können abgebildet werden, aber nie zum Zweck der Verehrung oder gar eines Gottesdienstes. Mit diesen Worten in den Ohren möchten wir das nächste Lied ankündigen, 316, Lobe den Herrn. Thank you.
Gnade und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, liebe Gemeinde, ich habe für heute gedacht, ich nehme eigentlich ein Thema, das weniger heiß, weniger aufwühlend ist. Wollte am Anfang darüber sprechen, ob Gott eigentlich gendert, habe aber das dann verworfen mit dem Predigttext, den ich dazu gefunden habe, denn der hat in eine ganz andere Richtung geführt. Es ist ein wunderbarer Text, wo Mensch und Gott sich begegnet oder Mensch und Gottes Stimme sich begegnen. Und da das leider eine etwas längere Stelle ist, habe ich mir erlaubt, sie hinten aufs Sonntagsblatt zu drucken, auch um sie vielleicht einmal nachzulesen, denn diese Version als solche gibt's nicht, denn es ist mit einigen Kommentaren und einigen Übersetzungshilfen und einigen Anleitungen dann so entstanden. Es ist eine Geschichte von Mose. Mose, bekanntlich aufgewachsen, nachdem er als kleines Baby in ein Schilfkörbchen hineingelegt wurde, von seiner Mutter und von Miriam, seiner Schwester, beobachtet, wurde er ja von Pharaos Tochter aufgenommen und ist dort großgezogen worden. Wenig später hat er festgestellt, dass er einer der Hebräer ist, des Volkes der Hebräer, die in schweren Zeiten dort gelebt haben, im Ägyptenland. Und er hat dann bei einer etwas überstürzten Handlung jemanden ermordet und musste fliehen und ist geflohen und hat sich dann als Hirte für eine Herde bei seinem zukünftigen Schwiegervater, der dann wurde, sozusagen verdingt und hat dann auch, also die Frau des Herdenführers, Jitro heißt er, des Stammvaters, den er getroffen hat, Zipporah hat er geheiratet. Und es ist die Geschichte, die spielt an einem Tag, wie immer, er war Mose als Hirte für die Herden Jitros, seines Schwiegervaters, der auch midianitischer Oberpriester war, auch das war möglich, Priester und Hirte. Aber er war verantwortlich für die Tiere. Und er trieb die Tiere durch die Wüste hindurch, und so kam er an den Gottesberg Horeb. Und da erschien ihm sein Bote in einer Flamme mitten im Dorngebüsch. Und er sah hin. Der Dornsprauch brannte, lichterloh, aber er verbrannte nicht. Mose dachte, da muss ich hin. Ich will diese unglaubliche Erscheinung sehen. Warum verbrennt denn der Dornstrauch nicht? Sie sah, dass Mose herankam, um nachzuschauen, und darum rief die Gottheit ihn an, mitten aus dem Dornbusch. Mose, Mose! Der erwiderte, ja, ich höre, und Gott sagte, komm nicht zu nahe heran, zieh die Sandalen aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliger Grund. Und weiter, ich bin die Gottheit deiner Eltern, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs und ihrer Frauen. Mose bedeckte sofort sein Gesicht, denn er hatte Angst, die Gottheit zu sehen. Er sagte, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl bemerkt. Ich habe gehört, wie sie vor ihren Peinigern aufschrien. Ich kenne ihre Schmerzen. Deshalb bin ich heruntergekommen. Ich will sie aus der Gewalt Ägyptens retten. Ich will sie aus diesem Staat hier herausbringen in ein gutes und weites Land, ein Land, das von Milch und Honig trieft, an einen Ort, wo kanaanäische, hethitische, amoritische, perisitische, hivitische und jebusitische Stämme wohnen. Jetzt pass auf. Das Geschrei der Israeliten und Israelitinnen ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gemerkt, wie sehr Ägypten sie geschunden hat. Aber jetzt ist Schluss. Auf, ich schicke dich zu Pharao. Du wirst mein Volk Israel aus Ägypten hinausführen. Mose antwortete Gott, wer bin ich denn, dass ich so einfach zu Pharao gehen könnte und dass ich mir nichts, dir nichts, die Israelitinnen und Israeliten aus Ägypten hinausbringen könnte? Gott sagte, ich stehe dir doch zur Seite. Und dies soll dir das Zeichen dafür sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten hinausgebracht hast,
werdet ihr mich auf diesem Berg hier verehren. Mose sagte zu Gott, wenn ich aber zur Gemeinde Israel zurückkomme und ihnen sage, die Gottheit eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, dann werden sie fragen, wie heißt sie? Was soll ich ihnen da antworten? Gott erwiderte Mose, ich bin da, weil ich da bin. Er sagte, das sollst du den Israeliten mitteilen. Ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Und Gott redete weiter zu Mose. Das Folgende sollst du zu Israel sagen. Ich bin da, Beschützer eurer Eltern. Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs und ihrer Frauen hat mich zu euch geschickt. Und das ist mein Name für alle Zeit. Mit ihm sollen alle Generationen sich an mich erinnern. Geh, versammle die Ältesten Israels und sage zu ihnen, sieh, Gottheit eurer Vorfahren ist mir erschienen, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihrer Familien. Und sie hat gesagt, ich habe genau gesehen, was mit euch in Ägypten geschehen ist. Darum habe ich gedacht, jetzt will ich euch aus der ägyptischen Knechtschaft befreien und euch in das Land bringen, wo die kananäischen, hethitischen, amoritischen, perizzitischen, hivitischen und jebusitischen Sippen wohnen. Ein Land, das von Milch und Honig trieft. Ja, liebe Gemeinde, ein Dornbusch brennt. Und Feuer hat damals wie heute auch Gefahr bedeutet. In den letzten Tagen hier haben wir zwar kein Feuer gesehen, aber immer wieder die Sirenen der Feuerwehrautos hin zu ihren Einsatzorten, wo auch immer. Aber hier ist ein Dornbusch, der brennt lichterloh. Und es kommt ein Mann vorbei, Mose, von dem wissen wir ja doch einiges, wie es da noch weitergeht, aber Mose selbst wusste zu der Zeit noch nichts davon, was kommen soll. Es ist eigentlich, wenn man es sieht in der Bibel, eine der folgenschwersten Gespräche in der Menschheitsgeschichte. Hier entscheidet sich nämlich ein Mann, folge ich der Stimme oder nicht? Es ist auch Gott nicht ein Gott, der wie ein brüllender Löwe daherkommt oder ein reißender Stier, oder es ist auch keine Macht, die sich über Mose drüber wirft und ihn packt. Es ist doch nicht ein Gott, so wie ihn manche jetzt vor Augen haben von den Jüngeren, wenn sie irgendwelche Filme, Superheldenfilme sehen und sich vorstellen, ein Gott, der ist so wie ein Tor. Ja, ein Tor sicher, aber eben nicht wie Tor. Unser Gott schwingt keinen Hammer. Unser Gott, so heißt es hier, der begnügt sich damit, Menschen zu finden. Frauen, Männer, Junge, Ältere. Und die schwingen dann die Reden, die gehen die neuen Wege, die tun Gutes, verändern die Welt. Und man kann die Geschichten von Mose, von Josef, von Abraham, von Sarah, nehmen wir die Geschichte von Miriam oder Aaron oder auch von Eva oder von Ruth. Es sind hier alles Menschen in der Bibel aufgeführt, die die Welt verändert haben, indem sie sich auf den Weg gemacht haben, einer Stimme gefolgt sind, obwohl sie noch gar nicht genau wussten, wo sie diese Stimme hinführen wird. Und sie haben sich gesträubt, alle haben sich gesträubt am Anfang. Manche mehr, manche weniger. Von manchen wird es berichtet, von manchen kann man es annehmen. Aber Gott findet hier einen Menschen in der Wüste oder in trockenen Gebieten, und dass dort ein Dornbusch, der trocken ist, in Flammen aufgeht, ist doch heute eines der großen Probleme in vielen Gegenden. Es entzünden sich manchmal die Sträucher einfach so. Bäume gehen in Flammen auf, wenn es zu trocken bleibt und die Sonne kräftig hineinheizt. Hier ist ein Mann, der eine Stimme hört in einem brennenden Dornbusch. Und ich denke, wir alle wären skeptisch, wenn uns das einmal passiert. Und Mose war es eben auch. Und er sträubt sich am Anfang. Eigentlich recht klug, was er sagt, was dann kommt, aber er ist so wie Adam oder wie Eva, die auch immer skeptisch waren. Oder wie ein Noah oder ein Jonah, die auch nicht so recht wussten am Anfang, soll ich dem wirklich folgen, was mir meine Stimme oder Gottes Stimme sagt? Gott spricht in Menschen eine Seite an, die man vielleicht selbst noch gar nicht gekannt hat. Und das ist das Wunderbare an der Geschichte.
Die zeigt sich eben hier mit dem brennenden Dornbusch. Der Busch brennt lichterloh, aber das Wunder, das eigentliche Wunder ist, er verbrennt nicht. Gottes Feuer verbrennt uns nicht. Gottes Feuer, Gottes Geist steckt uns an und manche brennen für eine Sache, für etwas, was ihnen ganz wichtig ist und vielleicht haben sie selbst gerade etwas, wo sie denken, dieses Thema füllt mich ganz und gar aus, es macht mich manchmal vielleicht auch ein wenig wütend, es beschäftigt mich Tag und Nacht. Ich kenne jemanden, der schreibt gerade eine Arbeit im Thema Ethik und da geht es ums Essen, da geht es um Nahrung und da kann man schon richtig wütend werden, wenn man sieht, wie die Dinge, die Produktionsabläufe sind, wie Tiere behandelt werden, wie Tiere gehalten werden und all das. Und wenn so ein Feuer einmal entfacht ist, dann ist eine Leidenschaft entfacht, so wie bei Mose hier jetzt dann auch. Dazu kommen wir noch. Dahin gehen, wo es brennt, könnte man sagen. Mose geht dahin, wo es brennt. Er weiß sofort hier in der Wüste, irgendwas stimmt nicht. Und dann hört er plötzlich seinen Namen. Und das ist bei jedem von uns von klein auf so, wenn wir unseren Namen hören, dann horchen wir auf. Dann hören wir noch nicht unbedingt zu. Und dann horchen wir auch nicht unbedingt, gehorchen auch nicht unbedingt, aber wir hören einmal. Wenn es irgendwo heißt Harald, dann weiß ich, oft bin ich gar nicht gemeint, aber ich sehe mich sofort um, vielleicht war ich es ja doch, den man gemeint hat. Die Entscheidung, die ich immer habe, wenn ich meinen Namen höre, gehe ich hin oder gehe ich fort oder überhöre ich es einfach. Aber Mose überhört es nicht, sondern er denkt sich, das schaue ich mir näher an. Und dann hört er auch schon diesen Warnruf, der sagt, aber nicht zu nahe. Mit Gott ist es immer, bei jeder Begegnung, die in der Bibel geschildert wird, so Nähe schon, aber nicht zu nah. Auch da gibt es so diese Grenze und wir kennen das bei Menschen, die uns näher kommen. Irgendwann ist es gut, ja? Also irgendwann ist es genug. Man hat so eine gewisse Distanz, einen Respektabstand, etwas, was sich gut anfühlt. Und das dürfte hier wohl auch so sein, dass Gott meint, nur nicht zu nahe. Aber zieh deine Sandalen aus, denn das ist heiliger Grund, auf dem wir uns befinden. Und in der Religion des Islam, da ist es ja auch noch so, wenn Sie ins Gebetshaus gehen, ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Ich finde das wunderbar. Mir musste noch nie jemand sagen, wenn ich zu jemandem zu Gast bin, zieh die Schuhe aus. Für mich war das immer ganz normal, sie auszuziehen. Es mussten die Leute eher sagen, lassen Sie die Schuhe an. Bei uns ist das üblich. Aber hier beginnt das Gespräch damit ganz einfach. Komm her, aber nicht zu nah. Zieh die Schuhe aus. Und jetzt fangen wir an, miteinander zu sprechen. Und Gott überfällt hier eigentlich Mose. Und ich habe sie jetzt auch überfallen mit dem, was Gott zu Mose gesagt hat. Vielleicht hat er noch irgendetwas anderes gesagt. Wir wissen das, wissen wir nicht, aber wir wissen, Gott führt sofort an, warum Gott jetzt hier zu Mose spricht. Denn er sagt, ich habe gehört, das Elend meines Volkes schreit zum Himmel. Die Schreie meines Volkes habe ich gehört. Und das schon sehr lange. Wie sie vor ihren Peinigern geschrien haben. Jeden Peitschenhieb, sagt Gott, jede Demütigung, jede Erniedrigung, jedes Gefühl der Ohnmacht. Auch jede Krankheit, all das habe ich gesehen und jetzt ist es Zeit, sagt Gott, weil ich eure Schmerzen kenne, gibt es eben keine Himmelfahrt, sondern sozusagen eine Erdenfahrt. Kommt Gott herunter auf die Welt? Oder ist vielleicht eh schon immer da? Wir sagen ja so leicht hinfertig, Gott oben im Himmel, thronend auf einem, was auch immer, aber eigentlich begegnet Gott den Menschen immer direkt auf der Erde. Gott fährt zur Erde herab oder ist in der Erde da und er sagt, ich bin heruntergekommen, weil ich will die, die in der Gewalt Ägyptens sind, jetzt retten. Ich will Menschen retten. Ich will sie von dort herausbringen, wo es ihnen schlecht geht. Und ich möchte sie dorthin bringen, in ein gutes, weites Land, ein Land. Und hier nehmen sie dieses Bild auf, es ist wunderbar und es passt dann auch schon als Einstimmung auf das nachherige Essen, wo Milch und Honig es nur triefend, ja, so richtig. Gott rettet.
Und es ist das hebräische Wort für Gott rettet. Das heißt ja wunderbar übersetzt auf Deutsch, oder beziehungsweise heißt hebräisch, Gott rettet heißt hebräisch Jeshua, Jesus. Die Übersetzung des Namens Jesus ist Gott rettet. Gott rettet Menschen, Gott rettet Tiere, Gott rettet und erlöst die Welt. Aber Gott bittet damals Mose, und das ist eigentlich fast schon oberlehrerhaft, und wenn man das als Lehrer einsetzt, jeder Lehrende weiß das, wenn man sagt, jetzt pass auf, dann ist meistens das Gegenteil der Fall. Aber hier heißt es, pass auf, hör zu, das Geschrei von euch ist zu mir gedrungen. Das heißt, ich habe euch nicht übersehen, ich habe es gemerkt. Gott ist eben nicht jene Gewalt, die irgendwo von oben vielleicht etwas sieht, aber nicht handelt. Oder vielleicht auch gar nichts sieht, weil alles kann man ja auch nicht sehen, verstehen schon gar nicht, aber nein, Gott sieht uns, jeden Einzelnen, immer schon. Und dann sagt er, ich möchte dich jetzt losschicken, Mose, du hast eine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, nimm sie an, ich schicke dich los, um mein Volk von diesen Qualen und von den Quälgeistern zu befreien und sie woanders hinzuführen. Das Spannende hier ist für mich, dass Gott sich hier als fühlend, als jemand, der mitfühlt, der leidet und mitleidet, sieht, sich selbst so sieht und sich selbst so präsentiert. Das Besondere hier an Gott, ich bin kein Gott, der fern und unnahbar ist, nicht berührbar, anrührbar, sondern was später dann noch in der Theologie des 20. Jahrhunderts später wurde, zu einem schlagenden Wort, Gott ist eigentlich auch Ohnmacht. Das Gefühl der Ohnmacht ist Gott genauso vertraut wie Ihnen und mir wahrscheinlich, in allen möglichen Momenten. In einem anderen Buch des Alten Testaments, bei Hosea, bei diesem Propheten, der auch in ganz, ganz schlimmen Zeiten gepredigt hat und von Gott berufen war, da heißt es, einmal kam die Stimme Gottes zu Hosea und er sagte, Gott, ich bin hin und her gerissen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde die Menschen, Ephraims meinte, nicht noch einmal verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte und ich lasse mich niemals zum Zorn hinreißen. Ich finde es einer der starken Textstellen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen und ich bin hin und her gerissen. Denn das spricht sicherlich vielen aus dem Herzen, gerade in manchen Situationen. Man hat es gespürt, man hat es gefühlt und dann wünscht man sich den Ausweg. Und hier ist die Stimme Gottes aus dem brennenden Dornbusch, die Mose einen Ausweg zeigen möchte. Nicht nur für sich selbst, sondern für alle seines Volkes. An anderer Stelle sagt Hosea auch, Gott meint, Gott ist der, der den Säugling an die Wangen hebt und sich ihm zuneigt und ihm zu essen gibt. Also das Bild des Vaters, der Mutter, die ernährt, die achtet, die Acht gibt. Wie ist Gott? Wer ist Gott? Was ist Gott? Eine Holländerin, Etty Hillesum, ich habe vor kurzem einmal wieder aus ihren Tagebüchern gelesen. Sie ist 1943, also vor 80 Jahren, in diesem Jahr vor 80 Jahren, im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Aber Etty Hillesum, da war sie nicht einmal 30, hat ein Tagebuch geführt, bis dahin, wo sie eben ins Konzentrationslager deportiert wurde, sie und die ganze Familie. Und in diesem Tagebuch, das denkende Herz, es wurde posthum veröffentlicht vor 40 Jahren als eine Gesamtsammlung, da führt sie intensive Gespräche mit Gott. Und gerade da, in einer Ahnung, die sie wahrscheinlich schon gehabt hat, wo sie das schreibt, sagt sie, ja, mein Gott, ja, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Ich fordere aber keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen.
Mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. Niemand von uns kann wohl sagen, dass wir wissen, wie Gott wirklich ist, dass wir Gott verstehen, dass es nicht Dinge im Leben passieren, wo wir uns selbst auch die Frage stellen, wo ist da Gott zu spüren, wo ist Gott zu finden, sieht es nicht, hört das nicht, warum tut er nichts? Gott ist niemals eben nur das eine, sondern, wie manche meinen, immer auch das andere. Gott ist nicht etwas, was unserer Vorstellung unterliegt, sondern etwas, das sich zeigt, füllt, so wie eben hier für Mose auf seinem Weg, wo er nichts ahnend seine Herde hütet in diesem brennenden Dornbusch. Und man könnte sich fragen, wo begegnet uns der brennende Dornbusch und Gottes Stimme? Viele haben für sich beschlossen und gefunden Wege. Zum Beispiel, da ist der brennende Dornbusch, all das, was wir mit der Faktenlage und mit all dem, was wir wissen, ich sage jetzt wahrscheinlich recht das Thema allein, wenn ich es nenne, zum Klimawandel, egal wie man dazu steht, aber es gibt manche, die so sehr davon ja, leidenschaftlich ergriffen sind und sich vorstellen, es muss für eine Zukunft, vor allem für die Kinder und die Enkelkinder, denn wir selbst erleben vielleicht noch die Auswüchse, aber nach uns wird es wahrscheinlich jetzt nicht besser, außer es ändert sich was. Und sie sagen, hier leitet mich auch eine gewisse Stimme an, die mir sagt, das sollst du tun. Und das kann die Stimme des Gewissens sein. Und wir würden sagen, es ist vielleicht Gott. Und es ist vielleicht bei manches auch ein Holzweg. Manches ist aber vielleicht auch ein guter Weg. Das kann man nicht wissen. Und so wie Mose auch nicht wusste. Und deshalb lehnt er Gottes Angebot, Folge meiner Stimme, zuerst einmal, wie wir lesen können, dankend ab. Sehr höflich, aber Mose lehnt ab und sagt, wer bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon, dass ich so einfach zum Pharao gehen könnte oder zu den herrschenden Eliten, zu den Politikerinnen, Politikern? Das wäre dann so, als würde mich Gott jetzt zu Putin schicken oder zu Xi Jinping oder zu sonst jemandem. Warum sollten die Leute auf mich hören? Und es ist eigentlich eine gute Frage, es ist eine berechtigte Frage, warum sollte jemand auf Mose hören damals? Und man kann sich heute auch fragen, warum sollte jemand auf ja, die Stimmen der normalen Menschen, die sich auf den Weg machen und sagen, ich möchte, dass es eine Änderung gibt, hören? Weil es einfach das Richtige ist zu tun. Deshalb ermutigt Gott hier Mose mit dem Hinweis, ich stehe dir zur Seite. Vielleicht könnte das nächste Mal, wenn Sie sich dazu entschließen, etwas Großes anzugehen und anzupacken, daran denken, Gott steht an meiner Seite. Aber Mose reicht auch das noch nicht aus. Er möchte sich noch immer eigentlich aus dieser Aufgabe heraushalten, fortstehlen. Er sagt, aber was soll ich den Leuten bitte sagen? Die Gottheit eurer Vorfahren hat mich geschickt. Und dann werden sie mich aber fragen, und wie heißt sie, diese Gottheit? Und was soll ich da sagen? Was soll ich da antworten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß oft auch nicht, was ich antworten soll und sagen soll. Wenn mich jemand fragt, Herr Pfarrer, wissen Sie eigentlich, warum das jetzt so ist? Aber interessant ist, Mose fragt Gott gar nicht, was bist du Gott? Oder wie bist du Gott? Oder was kannst du Gott? Wie kann ich mich dir vorstellen? Sondern er sagt, wie lautet dein Name? Wie heißt du? Das werden die Leute fragen. Wie heißt sie? Wie heißt sie, die Gottheit? Und dann antwortet Gott und sagt uns seinen Namen, sagt uns ihren Namen. Ich bin, wer ich sein werde, wer ich gewesen bin und wer ich bin. Es gibt keine klare Übersetzung zu dem. Es ist ein kleines Rätsel noch immer. Oder ein großes Rätsel, wenn man so möchte. Es ist nur ein ganz ja, kleiner Wortlaut. Man kann es auch übersetzen. Gott sagt nicht, ich bin, der ich bin oder ich bin da, ich bin, der ich bin da. Wir könnten auch sagen, ich bin ich. Also nicht das kleine Ich bin ich, sondern das große Ich bin ich.
Aber man könnte es auch übersetzen mit ich wehe. Also ich säusle. So lässt sich's auch übersetzen. Wie das Säuseln des Windes bin ich. Und da hört ihr meine Stimme nicht im Sturm, der das Land zerstört, sondern im Rauschen und im Säuseln, das man manchmal überhört. Egal wie wir Gott nennen wollen, ich bin da. Gott ist ein Ich. Personal, persönlich, fähig Beziehungen aufzubauen und dass wir zu Gott in Beziehung treten. Vielleicht über einen brennenden Dornbusch, manche vielleicht über einen Traum, manche vielleicht über einen jungen Mann aus Nazareth. Jesus, der sagt, dort lässt sich Gott finden, spüren und fühlen, wenn dir der Nachbar mitten in der Nacht die Tür aufmacht und dir das Nötigste zum Leben gibt, so stell dir Gott vor. Wenn dich der Vater liebevoll in die Arme schließt, nachdem du irgendeinen großen Unsinn angestellt hast, so liebevoll, so stell dir Gott vor. Aber nicht nur so, sondern so viel mehr. Gott ist wie jemand, der uns die Türen öffnet, immer wieder. Jemand hat jetzt gesagt, wenn sich eine Türe schließt, dann mach sie halt wieder auf. Dazu sind Türen da. Also wenn wir klopfen, dann öffnet uns Gott. Und manchmal ist es wie ein brennender Dornbusch, den man nicht übersehen kann. So dunkel kann der Tag gar nicht sein und die Nacht auch nicht so schrecklich, als dass wir nicht wissen sollten, Gott ist da, war da und wird immer da sein und wird immer da gewesen sein. Und es säuselt und es weht und es flüstert. So lauten Gottes Namen. So lautet dein Namen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, zu deinem Ebenbild hast du uns Menschen geschaffen und wir können es kaum glauben. Doch wir sehen auch unsere Ebenbildlichkeit manchmal versinken. Gerade jetzt in den Meeresfluten vor den Küsten Griechenlands im Nordatlantik. Aber auch in pazifischen Gewässern und überall in der Welt, wo sich Frauen, Kinder, Männer aufmachen, manchmal auf wackeligen Booten, in ihre gelobten Länder machen sie sich auf, wo sie deinem Ruf folgen, dass dort Milch und Honig fließen. Gott, unsere Ebenbildlichkeit, sie wird leider auch weggesprengt. Überall dort, an den Orten, wo gekämpft wird, wahnsinnig Krieg geführt wird und geplündert und gestritten, ganz ohne Wenn und Aber. Gott, unsere Ebenbildlichkeit, sie versinkt auch mit jeder unterlassenen Hilfeleistung. Unsere Ebenbildlichkeit versinkt auch mit den Träumen, dass sich das Leben, dass sich die Zukunft durch Technik und Geld und Forschung beherrschen lassen würden. Gott, unsere Ebenbildlichkeit, wir sehen sie auch versinken mit der Wahrnehmung, dass vieles alltäglich und dass vieles alternativlos scheint. Aber Gott, wir wissen, du lässt unsere Ausrede, so ist das Leben, nicht gelten. Gott, wir bitten dich, lass uns niemals gleichgültig werden gegenüber diesem Wissen. Und gegenüber dem Wert und der Würde, die jedes Lebewesen hat. Gott, und erfülle uns gleichzeitig aber auch mit Dankbarkeit für das, was du uns geschenkt hast im Leben.
und mit Achtsamkeit. Denn dann können wir uns wirklich als deine Ebenbilder erweisen. Und gemeinsam beten wir, so wie es uns dein Sohn Jesus Christus lehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann nehmen Sie Platz. Ich lade Sie jetzt ein, das Lied Halleluja mitzusingen, das Lied 182. Wir hatten das letzten Sonntag, ich fand das so schön. Ich dachte, das singen wir gleich nochmal. Halleluja 182, die Strophen 1 bis 4. Und weil es passt, auch noch die Strophe 9. Ja, die kennt man weniger, aber... Liebe Gemeinde, nur als Abkündigungen möchte ich sagen, dass an diesem Donnerstag, am 29. Juni um 15 Uhr, der Seniorenhaarige stattfinden wird, hier bei uns, wahrscheinlich im Hof, wenn das Wetter hält, ansonsten im Gemeindesaal, genügend Platz wäre ja. Und auch heute, wie gesagt, herzliche Einladung zum Sommerfest, zum Saisonausklang, wie immer Sie es nennen wollen, auf jeden Fall zu einem schönen Beisammensein, das mit großer Anstrengung vor allem von unserem Küster Bela vorbereitet wurde und aber auch von der Gemeindepädagogin Elisabeth und von vielen, die auch jetzt hier sitzen, aber noch mehr von jenen, die jetzt noch draußen arbeiten und einfach alles vorbereiten. Bitte gehen Sie nicht weg, einfach so, sondern schauen Sie noch einfach kurz rüber und nehmen Sie noch etwas mit. Das wäre sehr fein. Ich möchte mich bedanken für die Kollekte im Namen der Gemeinde vom letzten Sonntag in der Höhe von 141 Euro. Entschuldigung. Und wie heute jemand kurz in die Küche hereingekommen ist, ist wieder rausgegangen dann mit seiner Tochter, leider, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, das ist die falsche evangelische Kirche, hat er zumindest den Kollektenzweck gelesen für heute, nämlich die Photovoltaikanlage. Und da möchte ich jetzt auch jemanden aus dem Bauausschuss, der mehr dazu sagen kann, wahrscheinlich als ich, herausblicken. Photovoltaikanlage. Das Nette war, der Herr, der eben rausgegangen ist mit seiner Tochter, der hat uns schon eine Kollekte hier gelassen, weil er gemeint hat, das ist einfach eine gute Sache und hat schon etwas in den Kollektenkasten hineingegeben, ohne dann beim Gottesdienst dabei zu sein. Gut, wie der Pfarrer Kluge schon gesagt hat, ich gehöre zum Bauausschuss. Wir haben seit März unsere neue Photovoltaikgrube. Die hat die vierfache Menge von der alten, die Peter Kahner noch initiiert hat. Und ja, sie ist soweit in Betrieb,
dass die Anlage da ist, der Wechselrichter da ist. Was uns noch fehlt, ist die Batterie, die kommt angeblich im Oktober. Also wir warten immer Teil für Teil. Bestellt haben wir letztes Jahr im September. Also vielleicht geht es ja aus, dass wir heuer im Herbst unsere Kirchenbeleuchtung dann eigentlich autark über unsere Photovoltaik rennen lassen können. Die Anlage ist eigentlich so ausgelegt, dass wir die Kirche eine Woche lang 24 Stunden durchgehend mit unserer Batterie speisen können. Also nur, dass man mal weiß, wie viel, und die Kosten im Endeffekt waren gar nicht so viel. Wir liegen ungefähr bei 18.000 Euro für diese Anlage inklusive Batterie. Also das ist nicht so Ding. Und wir haben ja unseren Großmeister des Knopferldrückens. Er hat zum zweiten Mal versucht, dass wir die Förderung kriegen. Und das ist ja so ein Sekundenspiel, weil letzte Woche Mittwoch war es wieder, dass man also den Förderantrag hinausschickt. Also das sind 70.000 Förderungen, werden freigeschalten und man muss halt schauen, dass man innerhalb von 10 Sekunden am richtigen Punkt ist. Ja. Wenn wir mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Beim letzten Mal hat es leider nicht funktioniert. Er ist zwar durchgekommen, aber wir haben es nicht gekriegt. Das war's. Danke. Bitte. Also herzlichen Dank, wenn Sie etwas geben wollen im Kollektenkasten für die Photovoltaikanlage. Ja, bekannt geben muss ich, dass in der letzten Woche Manfred Kainer im 63. Lebensjahr bestattet wurde, also gestorben im 63. Lebensjahr. Er war eigentlich nicht Mitglied unserer Gemeinde. Das ist eher ungewöhnlich, dass dann wir das anführen, aber er war mit im ehrenamtlichen Mitarbeiterteam bei vielen Festen und Feiern, gerade beim Sommerfest oder beim Herbstfest, beim Schokofest, beim Henriettenmarkt, auch bei vielen Veranstaltungen, wo Birgit Kainer, die ja früher bei uns Reinigungsfachkraft war, auch da war, aber er hat früher immer ein Bier ausgeschenkt, das Bierfassel quasi auch bei den Festen bedient. Also wenn Sie heute hingehen, da wird heute der Mann von Gemeindepädagogin Elisabeth Lilich Unger stehen. Und ich habe es einfach noch mit hinaufgeschrieben, weil wir schon noch an ihn denken und am Freitag auch manche von uns beim Begräbnis dabei waren und er einfach ein Teil auch dieser Gemeinde war, wenn er auch nicht ein Mitglied unserer Gemeinde war, aber ein Teil unserer Gemeinschaft auf jeden Fall. Und ich möchte dazu ein Gedicht lesen, das eigentlich für jeden Menschen gilt. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie einfach zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln ist. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Und so gehen wir in den heutigen Sonntag, in die kommende Zeit, mit dem Segen des Herrn. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Gott segne uns und behüte uns. Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir für andere leuchten. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich. Amen. Wir singen das Lied 503, die Strophen 1 bis 3.
Jetzt noch ganz kurz eine kleine Erzählung. Vor kurzem war in der evangelischen Volksschule am Karlsplatz ein Abschiedsfest. Alle Schüler und Schülerinnen lernen von diesem Lied die ersten drei Strophen auswendig. Erste bis vierte Klasse. Ich fand es großartig. Ich finde es großartig. Und damit gehen Sie hinaus, suchen Sie Freude.